So, nach Weihnachten geht weiter mit Banish. Ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall alle die Weihnachtstage gut verbracht und habt ordentlich gefuttert, wurde reich beschenkt und beschert. Naja, WASD wieder nutzen, perfekt. Ja. Weihnachten war dieses Jahr ganz entspannt, ganz relaxed. Ja, und was soll man großartig ansonsten zu Weihnachten sagen, ne? So, jetzt erstmal wieder reinfuchsen in die Materie hier. Für die anderen Folgen hatte ich alle im Voraus aufgenommen, das heißt... So, Essen hatten wir keine Probleme, soweit ich das jetzt richtig auf dem Schirm hatte. Läuft doch, wunderbar. Genau, Eisen und Co., das war hier. Einmal überlegen. Ah ja, genau. Neue Leute. Ich wollte ja nach und nach mal ein paar neue Leute holen. Genau. Muss man den dann nicht ohne einsetzen. Naja. Genau, so war das noch. So, dann haben wir hier schon mal 1, 2, 3, 4 Häuser stehen. Wow. Das lohnt sich aber blöd. Ja, genau. Lass mal wieder überlegen, wie das Ganze noch war, aber passt. Genau. Medieval Porn. Genau, Labora habe ich ja momentan nicht. Ja, ich habe nicht beschäftigt. Okay, wird wieder mal gucken hier. Das ist der Taylor. Pacha. Ja, alles klar. Hier waren nämlich die anderen Leute, genau. So, wir brauchen einfach nur neue Leute. Ja, erstmal brauchen wir nur neue Leute. Hilfe. Und irgendwie mal einen neuen Paar, ja, beziehungsweise ich will das mit den Tieren am liebsten ja mal auschecken. Da habe ich nicht irgendwie in die Tiere rein. Das habe ich noch nicht raus, wie das funktioniert. Zumindest läuft das hier erstmal alles auf 100%. Ja, dann müsste man es natürlich noch einstellen können, wo das für die Kirschen eingelagert wird. Ne? Dass die zum Beispiel sagen, okay, das ist klar, ein Lagerort nur für Kirschen. Das wäre natürlich ultra praktisch. Aber, da kapp ich eigentlich. Kannst auch noch ein Storage bauen, aber das bringt mir auch nichts weiter. Da haben wir auch nicht mehr. Was ich mal machen könnte, ist mal Straßen zwischenklatschen. Ja, eine schöne Holzstraße dazwischen setzen. Hat unsere zwei Bilder noch ein bisschen was zu tun. Schau mal Bilder, ich gucke mal den Matcha aus. Dabei sind die Bilder. Unsere Bauarbeit.
Fleißig, fleißig, fleißig. Ja, das mit den Feldern läuft ja auch so gut. Alkohol und sowas, das brauche ich alles nicht. Stell ich ja alles selber her. Das wäre vielleicht noch eine Option, so ein bisschen reinzukaufen. Hier so ein Brunnen könnt ihr noch haben, ne? Schön direkt vor die Haustür gesammelt, das Ding. Und raus fällt direkt ran. Tschüss! Für einen Brunnen brauchst du nicht viel, Leute. Nö, nicht schlecht. Schwierig. Das ist natürlich nicht ganz so einfach. So, habt ihr schon Nachschub? Nachschub. Die Hausen auch noch so hier drin, ne? Jetzt verkaufen. Ah, perfekt. So, ich hätte gerne das nächste Mal Hühnchen. Eier will ich noch haben. Weg vor dir, du. Das steht hier alles im Anschlag, alles auf heute Morgen. Gehen aber schnell im Häuschen. Zack. Ja.
würde jeder sich wieder mal nachher kommen, sie wieder nicht hierher. Und ich muss ja für Nachschub sorgen. Die Kirche. Dementsprechend auch immer für Nachschub gesorgt ist an Bibels. Nicht, dass sie wieder alle hochkriegen. Das wäre dann schon hart belastet. Ja, aber bis hier, es läuft ja. Ich habe natürlich nur Schiss, dass mir nachher wieder alle umkippen, weil sie zu alt werden. Die Lebenserwartung im Mittelalter, die war natürlich nicht ganz so geil. Das passt. Von 77 Gräbern. Hoffen wir, das bleibt so. Mit dem Sprit oder wie? Ja, perfekt. Lambert haben wir noch zwei Stück. Man weset ja nicht, man weset ja nicht mehr, Leute. Was ein Glück, habe ich die gerade noch abgezogen.
ahnt. Sarah, das ist das, was ich meinte von wegen, ne? Wenn sie in Altersschwäche irgendwann den Löffel abgeben, wird zumindest dafür Nachschub besorgt werden, weil er ist jetzt alleine in der Hütte. Und hier kommt wieder nichts nach. Arsch. Ich bin auf was Gather Rap. Haben wieder zwei auf Reserve. Dass die dann noch so ein bisschen Freizeit genießen können. Arbeitet, wo Volke arbeitet. Schien jetzt eigentlich einer im Brunnen? Hat einen Moment gedauert. Schnapsmaske zu Leuten. Das ist ja immer die Hauptsache. Die sollen halt glücklich sein. Nee, oh, hm. Vielleicht brauche ich es auch gar nicht mehr. Okay, damit hätte ich jetzt zumindest schon mal das erste Schaden. Und mit einem komme ich auch nicht weit, ne?
guckt auch, was er haben will davon. Ja gut. Da hätte ich zumindest schon mal zwei Schafe. Ich saß doch gerade irgendwie mit einer Altersschwäche, wenn der auch angegangen ist. Ja, der wurde gerade.